Die Umlaufperioden der Venus und der Erde um die Sonne betragen jeweils 224,70 Tage und 365,25 Tage. Wie lang ist die große Halbachse der Laufbahn der Venus, wenn die der Erde 150 Millionen Kilometer beträgt? Hier eine Simulation und hier die Angaben. Die Umlaufperiode von Venus beträgt 224,70 Tage und die der Erde beträgt 365,25 Tage. Die große Halbachse der Laufbahn der Erde beträgt 150 Millionen Kilometer, das heißt 1,5 mal 10 hoch 8 Kilometer. Wir suchen die Länge der großen Halbachse der Laufbahn von Venus. Wir drücken diese Länge in Kilometer aus und um sie herauszufinden, setzen wir das dritte Gesetz von Kepler ein. Durch diese Formel von Kepler wissen wir, dass AV gleich ist zur Kubikwurzel von diesem Bruch. Das AE hoch 3 darf aus dieser Kubikwurzel raus, somit finden wir diese Gleichheit, in der wir AE, TV und TE durch die bekannten Werte ersetzen. Und somit finden wir für AV 1,085 mal 10 hoch 8 Kilometer.